A Plague Tale Requiem, seit dem 18. Oktober 2022 erschienen und erhältlich für fast alle Konsolen und PC. Ich spiele aber für euch die Xbox Cloud Gaming Version an, aka xCloud. Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht weiter, wir gehen direkt ins Spiel rein. Und damit nochmal willkommen zu meinem Cloud Gaming Kanal Beautiful People. Wir starten in das neue Spiel. Schwierigkeitsgrad, jawohl. Mach ich so. Normal. Also geht's los. Ich spiele das Spiel via xCloud, wie ich gerade schon gesagt. Und zwar über den Edge-Browser und habe auch den Clarity Boost aktiviert. Kapitel 1 unter einer neuen Sonne. Ich spiele das Spiel mit Controller. Und ich befinde mich im Königreich Frankreich. Alles klar. Bringt uns. Er ist zu schnell. Wir schaffen das. Ist das schon ernst oder ist das noch so ein kleines Spiel unter Kindern? Das sind zwei Gebrüder. Die zwei Geschwister, Amicia und Hugo. Blöde Störche. Ihr seid zu schnell für mich. Los, fangt uns doch, Zauberer. Hey, entspann dich. Unser Bösewicht kann nicht mehr. Das ist euer Turm. Er ist verhext. Er wird nie müde, oder? Nein, er wird nie müde. Ich muss langsam mal weiterlernen. Komm schon. Das war eine sehr lange Reise heute. Bitte. Mutter sagte, wir sollen ihn schön erschöpft machen. Ja. Ist schon lauter gedreht? Gebt acht, Zauberer. Der Kampf ist noch lange nicht vorbei. Okay, okay. Eure Mutter fragt sich bestimmt, wo wir sind. Die Reise war lang. Da dürfen wir uns doch wohl die Beine vertreten. Folge König Hugo. Ja. Amicia! Okay. Grafisch gesehen, muss ich sagen, muss ich mal fix diesen Clarity Boost ausmachen. Das gefällt mir hier überhaupt nicht, wie das aussieht. Schauen wir mal jetzt. Ist jetzt nicht die Wucht, Leute. Ist wirklich tatsächlich nicht die Wucht grafisch via Xbox Cloud Gaming. Wie hält es nun besser? Ja, ich lasse es doch mal. Alte zum Rennen gedrückt. Ja, los geht's. Dann geben wir uns mal in das Abenteuer. Hugo, du wirst schwitzen wie ein Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein. Stinkt man da nicht auch wie ein Schwein? Hübsches neues Haus. Das ist eine Burg. Na gut. Lukas, der Heimtückische, dringt in meine Burg ein. Ja, und ich werde dich in einen Käfer verwandeln. Amicia, er ist zu mächtig. Verstecken wir uns. Ja. Ich zähle bis 10. Dann schnapp ich euch, König Hugo und... Amicia, die Amazone. Natürlich. Ich los, dir. Jetzt! Komm, Amicia, die Amazone. Eins, wir brauchen ein gutes zwei, Versteck. Ich stehe euch bei, mein König. Stecke dich vor Lukas dem Heimtück. Schnell, schnell! Sechs, gut, sieben, wir ihn im Auge. Acht, ja, neun, wenn er kommt, fliehen zehn. Wir. Ich komme! Er kommt, er kommt! Ich, der Heimtückische, hat euch erblickt. Alter, das war natürlich jetzt ziemlich mies du von mir. Du böse! Kommt, verzweifelt nicht! Zu einfach. Gut, ihr bekommt noch eine Chance. Wir müssen uns mehr bewegen, um nicht gesehen zu werden, mein König. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Schauen wir mal. Ich komme. Das ist ein gutes Versteck. Kommt natürlich kommt er hierher. Wo seid ihr? Dieser Sinn des Spiels. Ich kann eure Angst riechen. Ja, ja, oder klar. Ist das euer königlicher Mundgeruch? Könige stürzen nun mal. Na, Lukas, gehst du lang?
aber ich werde euch trotzdem finden. Oh ja. Lege dich vor Lukas dem Hand durch, nämlich schleiche dich an Lukas heran und halte X gedrückt, um ihn zu erschienen. Mach mir das noch. Nicht schlecht. Wir sind zu schlecht. Ja, ich... Oh, ich will noch mal. Bitte, bitte, bitte. Na gut. Mein schwarzes Herz brennt für den Kitzel der Jagd. Ich bin froh, dass Lukas hier ist. Rennt. Ich auch. Rennt ihr nach. Ohne ihn gäbe es uns jetzt dieses nicht mehr. Dieses Mal zähle ich nur bis 5. Na los, Amicia. Schnell, mein König. Eins. Erreiche die Burg. Drei. Vier. Fünf. Oh, darf ich da hochklettern? Klar. Er kommt hierher. Fallen nur nicht runter. Tu ich nie. Ich keine Gnade ja, ja, klar. König Hugo. Amicia. Los, schnappen wir ihn. Ja. Bin doch schon geschnappt. Muss ich mich nochmal an ihn ranschrecken? Woher weiß er das? Gute Frage. Oh, ein Fluss. Das ist das Meer. Gehen wir auf Patrouille. Hier lief irgendwas nicht so, wie es sein soll. Jetzt muss ich wieder dahin, aber ich kann nicht mehr rennen. Das dauert also jetzt alles ewig, bis ich da wieder bin bei diesem Lukas. So schön. Ich sollte nachsehen, was er macht. Ja, klar, aber... Okay, ich komme also nicht mehr zu Lukas. Dann muss ich jetzt zu Hugo. Ei, habe ich hier einen Spielbug entdeckt, oder was? Nervt mich. Musik. Komme ich ja gar nicht hoch. Hier komme ich gar nicht hoch. Wo ist er denn, der kleine Mann? Ach, der ist hier runtergegangen. Ich dachte, der wollte klettern. Und? Hier hört mein Königreich auf. Dieser Zweig ist deine Grenze? Ja. Warum nicht? Vorsicht, Amicia, die Amazone. Feindliche Schiffe. Sie greifen uns an. Oh nein. Und was jetzt? Bleib an der Grenze und versenk sie. Lass sie nicht vorbei. Alles klar, Mann. Zu Befehl. Meine Schleuder ist euer. Da kommt die Armee des Zauberers. Ich sehe sie. Alter, linken Trigger gedrückt, um mit deiner Schleuder zu ziehen. Ah, ich muss echt. Versenkt! Ja, mach weiter. Da sind noch mehr Schiffe. Ah, wenn ihr in die Nähe kommt von so einem Ziel, dann rastet er auch ein. Die Zielfindung funktioniert. Ja, das gefällt dem König. Ja. Sollen sie kommen? Ich zermalme sie! Wir haben viele Feinde. Und sie bisher alle verjagt. Denn wir sind das Haus der Ruhm. Ach, die Atmosphäre des Spiels gefällt mir echt wahnsinnig gut. Hallo? Hallo. Ich kam vorbei und hab die Schleuder gehört. Oh, die kann ziemlich laut sein. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Schleuder kann ziemlich laut sein. Wer bist du? Jonor. Ich wohne in der Nähe. Natürlich. Wir sind Hugo und Amicia. Kannst du schießen, Jonor? Klar kann ich das. Toll, ich bin der König und sie ist mein Hauptmann. Wir kämpfen gegen die Armee des Zauberers. Ich feuer die Kanone ab. Los, kämpfen wir. Dann los. Du bist gut. Aber da kommen noch mehr. Und ich versenke sie. Unsere Verteidiger sind schön lange zielen und dann schießen. Soldat Tonor, feuer weitere Kanone ab. Ja, wir treten ihn in den Arsch. In den Bösen Arsch. Was man mit Tanzapfen alles Schönes machen kann. Geht raus in die Natur, macht es auch. Wir sind im Krieg. Keine Zeit zu verlieren. So, verpasst ihn den Gnadenstoß, Tonor. Okay. Oh, was macht er jetzt? Hier kommt die Kanonenkugel. Oh nein, Hugo, geh in Deckung. Alles klar, ihr habt gewonnen, Jungs. Zu schade, sie ergeben sich. Sehr gut, ihr kapituliert. Ich sollte jetzt gehen. Ich muss zur Arbeit. Du arbeitest? Ja, auf dem Hof meines Vaters mit meinen Brüdern. Alles in Ordnung? Ich muss gehen. Bis dann. Dann viel Glück. Bis dann, Tonor. Was das?
Seltsam, seltsam. Nett. Kommt, mein König, der Krieg ist vorbei. Folgen wir weiter dem Fluss. So viele versenkt. Du bist ein toller Kapitän. Und Tonor war toll. Das war er, ja. So einen Freund möchte ich haben. Ich weiß. Wir suchen uns ein Zuhause und dann findest du Freunde. Ganz sicher? Sobald wir wissen, wie es dir geht. Das Drücke A, um über bestehende Hindernisse. Nicht. Alles wird anders. Ich weiß es. Das hoffe ich. Wir müssen da hochklettern. Diesmal ziehst du mich hoch. Was? War nur Spaß. Ich helfe dir. Du bist sowieso viel zu schwer. Ha, du wagst es? Irgendwann schaffe ich das. Eine schöne Dynamik, meine Schwestern. Wolf. Oh, das Schloss ist riesig. Was meinst du? Greifen wir es an? Na klar, ich bin bereit. Jetzt, Angriff! Angriff! Das Tor ist zu, Hauptmann. Was sollen wir tun? Lass mal sehen. Drück einfach mal Y. Sie ist verschlossen. Oh, die haben uns gesehen. Hier, ein Geheimgang. Schleichen wir rein. Ja, guter Plan. Oh, ich spüre das Böse um uns. Es ist ganz schön dunkel. Kommt, mein König. Schleichen wir uns heimlich hinein. Ja. Ich bin hier. Keine Angst. Hab ich nicht. Oh, die Schergen des Zauberers sind ganz nah. Wirklich? Oh! Bist du verletzt? Nein, aber ich will jetzt zurück. Ja, das reicht erstmal für heute. Ja, Amicia, hier sind Kleider und Essen. Hier wohnt jemand. Die eingestürzte Decke, das wird ziemlich laut. Seien wir einfach vorsichtig. Riechst jetzt du muss das? Ich wieder raus. Das riecht wie ein Feuer. Ja. Nicht drüber. Ah, hier ist die Tür. Was? Alles verbrannt. Ganz frisch. Die Körbe, das sind Bienenstöcke. Aber warum sind sie verbrannt? Keine Ahnung. Wir müssen hier weg, leise. Raus aus der Burg. Wie und wo? Es war vielleicht ein Unfall. Wo sind denn die Leute? Bisschen gespenstig hier unten. Hier lang. Amicia. Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Lüge! Ihr elenden Diebe. Ich schneide euch in Stücke. Lauf! Alrighty. Die Tür! Oh, nein, nein! Komm! Ihr sitzt fest! Ihr geht nirgendwo hin! Amicia! Oh. Nein! What the f... Hätte ich jetzt gegen den kämpfen sollen oder hätte ich abhauen sollen? Das war mir jetzt ein bisschen unklar. Machen wir noch mal. Amicia! Hey! Was ist hier los? Wie viele seid ihr? Wir wollten nicht unerlaubt eindringen. Wir sind zufällig hier gelandet. Wir gehen, zeigt uns den Weg. Du lügst. Ich schwöre es. Du lügst. Was auch immer hier los ist, wir haben nichts damit zu tun. Ich war so kalt. Lüge. Du lügst. Ihr elenden Diebe. Ich schneide euch in Stücke. Lauf! Komm zurück. Wir müssen raus. Die Tür. Oh, nein, nein. Komm. Ah, hier drüben. Ihr sitzt fest. Ihr geht nirgendwo. Hier. Ah. Folgt uns noch. Wir müssen einen Ausgang finden. Ihr seid zu weit gegangen. Dieses Mal
Okay, am Bildrand sieht man dann mal auch, wo der letzte Gegner war. Da passt er nicht durch. Schnell! Ach so, muss weitergehen. Nicht nur Y drücken. Runter, schnell! Ich komm nicht wieder! Ich schwör's! Schnapp ihn! Halt! Überlass ihn mir! Ich flöre es an! Nein! Hättest du dir früher überlegen sollen, bevor du uns geklaut hast? Was sind denn das bitte für Bienenzüchter? Oh Gott, Matthias! So stellen wir sicher, dass sie nicht zurückkommen. Ein Junge und ein Mädchen sind entkommen. Habt ihr sie gesehen? Nein. Den Mann auf dem Boden haben wir noch erwischt. Wenn ihr sie findet, tötet sie! Wir müssen hier weg. Ja, schnell. Die sind verrückt. Sauerei. Und was wollt ihr jetzt mit unserem Fleisch und Honig? Ihr seid tot. Jetzt drüber, los! Die werden uns töten. Nein, weil sie uns nicht entdecken. Matthias, komm! Wir haben Opa übel erwischt. Scheiße. Opa? Nein. Amicia, das Haus. Großvater. Sieht schlimm aus. Vater kommt bestimmt gleich vom Markt. Ja, pass mal auf ihn auf. Hier verstecken wir uns. Uns. Wir müssen weiter. Das ist ein Blutbad. Gott. Hey, Vorsicht. Heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von Ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich... Er geht nicht weg. Ich mach... Was soll's? Der Werkzeugkasten macht Krach. Die kommen nicht mehr her. Das sag ich dir. Wir müssen sie nicht alle töten, du Spinner. Ja, mal Auswahlmenü. Wer denn? Nein. Ganz ruhig. Ich wollte doch nur arbeiten. So, jetzt zielen wir auf die Werkzeugkiste mit dem Spinner. Ich muss hier schlottern. Versteckt sich hier noch jemand? Geh weg. Schnell jetzt. Hä? Da ist mir allein. Verdammt. Okay, wenn ihr geduckt seid... Wenn ihr geduckt seid, rennt nicht. Macht es nicht. Ihr müsst weiter geduckt bleiben und wegschleichen. So, ich würde mal sagen, wir spielen noch 5 Minuten. Das ist ein Blut. Und dann reicht das für den First Look hier auch. Hey, Vorsicht, heul hier nicht rum. Vielleicht sind noch welche von Ihnen in der Nähe. Hilf den anderen. Mir ist schlecht, Matthias. Ist mir scheißegal. Ich... Er geht nicht weg. Ich mach Schulz. Der Werkzeugkasten. Genau. So, also Werkzeugkasten. Über RB gehen wir in das Auswahlrad und dann wählen wir Einwerfen aus. Ich ziele zum Werkzeugkasten. Mache Krach. Versteckt sich hier noch jemand? Und schleiche mich dran vorbei. Wenn wir beim Wagen sind, verschwinden wir von hier. Mama wird so sauer sein. Wir erzählen es ihr einfach nicht. Wir fahren sowieso weiter, wenn wir beim Wagen sind. Wo ist der kleine Scheißkerl? Du sollst doch Wache halten. Das ist alles deine Schuld. Wir werden da hochklettern müssen. Leise. Thomas! Beweg deinen verdammten Arsch hier rüber. Sofort! Hier kommt der Typ jetzt zurück. Ich hole die Scheiße aus dir raus. Oh nein. Hier lebt du noch. Vielleicht ist er noch weg. Hoffentlich. Hey, komm mit hoch. Schon dabei. So, wieder ab ins tiefe hohe Gras. Sicher. Jetzt. Versuchen wir es mal hier. Ja. Immerhin haben sie die hier halt, nicht beschädigt. Warte. Da ist schon wieder eine. Okay, mit Y könnt ihr einen Gegner auch direkt ablenken. Er hat uns fast gesehen. Wenn er schon fast... Ja, wir müssen vorsichtiger sein. Wieder rüber ins Tief. Wir müssen zu der Tür da. Ich muss ihn ablenken. Torstonner! Ich will ihn mir vorknöpfen, bevor Vater ihn erwischt. Genau wie vorhin. Er versteckt sich hier irgendwo. Nein, gar nichts.
Amicia, die Töpfe. Könnte klappen. Töpfe? Töpfe? Welche Töpfe? Die Töpfe gesehen? Jetzt einen Topf aufgehoben. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü aufzuheben. Wenn ich den hinter ihn werfe. Werf mal hier den Topf hin. Was? Ich hab ne Axt! Pass bloß auf! Jetzt lauf schnell! Heilige, schützt mich! Nicht schnell laufen ist eben nicht gut. Ich habe schon Halluzinationen. Bitte sag mir, dass es hier rausgeht. Ja. Nein, abgeschlossen. Gibt's einen anderen Weg? Hier ist ein Loch. Ja, ich kann die Tür von der anderen Seite öffnen. Echt, das Ding? Mir wäre es anders lieber. Google kann sich durch enge Räume zwängen, halte LB gedrückt, um verfügbare Optionen zu machen. Um ihn zu bitten, hindurch. So, aber sei ganz vorsichtig. Keine Sorge. Bitte nicht entdecken lassen. Na los, Hugo. Ganz schön schwer, aber du kannst sie jetzt aufmachen. Alles klar. Ja, Hugo hat mir die Tür geöffnet von der anderen Seite. Sehr, sehr gut. Wo sind sie? Haben sie Tomor gefunden? Ich weiß nicht. Wir müssen hier raus. Sie dürfen nicht wehtun. Er kommt schon klar. Wir müssen weg, Hugo. Sie töten uns, wenn sie uns kriegen. Aber vielleicht töten sie ihn auch. Still. Tja, wo geht's weiter? Abgeschlossen. Hier nicht. Das größte Fehler. Aber ich bieg das wieder gerade. Hugo, bleib hinter mir. Wer seid ihr? Ist doch egal, wir gehen jetzt. Lasst den Jungen los. Hast du gehört, Remy? Seid ihr etwa auch Diebe? Nein, wir sind gerade angekommen. Er ist unseretwegen zu spät hier gewesen. Wieso seid ihr überhaupt hier? Remy, du regelst das. Und enttäusch mich nicht, verstanden? Aber der Junge ist immerhin schon alt genug. Ihr seid selbst schuld. Du willst das nicht tun, glaub mir. Du redest zu viel. X drücken. Oh, sie hat gut ausgeschlagen. Jetzt konnte ich leider gar nichts machen. Y drücken. Oh, sie hat sich das Messer von ihm geschnappt. Wurde Hugo aufgeschlagen. Jetzt wird er sauer und böse. Jetzt. Talent wollte ich sagen. Und? Warum ist das Bildschirm so lange schwarz? Hallo? Was war denn das jetzt für eine Szene? Viel zu lange schwarz. Kompletter Szenenwechsel. Liegen auf einmal am Strand. Amicia? Tu mir nicht weh. Verrückt. Wo bin ich hier? Wo sind wir? Wie geht es weiter? Was ist das für eine Situation? Wo ist meine Schwester? Nein. Fragen. Überfragen. Es geht wieder los. Ich brauche Hilfe. Warte. Warte auf mich.
an dieser Stelle machen wir den Cut. Das Spiel ist spannend, zieht mich wahnsinnig gut in seinen Bann. Schon allein das Tutorial von A Plague Tale Requiem ist wirklich sehr gut umgesetzt, atmosphärisch dicht. Die Musik unterstreicht das Ganze. Ich bin wirklich hin und weg und würde es am liebsten jetzt weiterspielen. Geht aber leider nicht. Ich muss nach wohin. Aber was mir nicht so gut gefällt, das muss ich ja auch sagen, ist die Grafik. Also xCloud oder Xbox Cloud Gaming, das zieht mich hier überhaupt nicht vom Hocker. Ich werde mir das Spiel definitiv auch mal via GeForce Now anschauen, um zu gucken, wie da die Qualität ist, auch in verschiedenen Stufen. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart bei diesem First Look von A Plague Tale Requiem. Schaut euch das Spiel an, es lohnt sich, es macht Spaß, es ist intensiv und es wird noch viel besser. Darauf könnt ihr euch verlassen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald, ahoi und ciao!